Sie sind Glücksbringer, Beschützer und Helfer. Der Glaube an Schutzengel ist Jahrhunderte alt und viele sind bis heute davon überzeugt, dass es sie gibt. Ein Blick in die Geschichte zeigt aber, es müssen nicht immer geflügelte Himmelsfiguren sein, die uns vor dem Schlimmsten bewahren. Oft sind es unerwartete Helfer, überraschende Bodyguards und unverhoffte Lebensretter. Hier sind für euch drei überraschende Schutzengel der Geschichte. Ein außergewöhnlicher Kriegsheld und Schutzengel schreibt in Italien Geschichte. Oktober 1943. In Europa tobt der Zweite Weltkrieg. Einen Monat zuvor sind amerikanische, kanadische und britische Truppen auf dem italienischen Festland gelandet. Ihr Ziel? Die Wehrmacht aus Süditalien verdrängen und Italiens Ausscheiden aus dem Krieg herbeiführen. Denn das würde den alliierten Marinestreitkräften die Vorherrschaft über das Mittelmeer bringen. Am 18. Oktober 1943 greift die 56. britische Brigade die Kleinstadt Calvi Vecchia in der Nähe von Neapel an. Von den amerikanischen Verbündeten fordern sie Luftunterstützung an, um die deutschen Verteidiger zu schwächen. Doch dann gelingt es, die Stadt schneller zu erobern als gedacht. Luftangriffe sind nun nicht mehr nötig, doch es gibt ein Problem. Den Briten gelingt es nicht, per Funk mit den Verbündeten Kontakt aufzunehmen, um den Luftangriff wieder abzublasen. Alle Versuche scheitern. Und so sind auf einmal die eigenen Truppen in der Stadt in Gefahr, Opfer der amerikanischen Bombardements zu werden. Neben Telegrafie und Funkgeräten verlassen sich die Armeen auch im Zweiten Weltkrieg noch auf die Fähigkeit ganz besonderer Nachrichtenübermittler. Und die sind jetzt die letzte Hoffnung der Briten. Brieftauben. Bei der amerikanischen Armee gibt es sogar eine eigene Abteilung für die geflügelten Botschafter, den National Pigeon Service. Noch bis 1957 befasst der sich mit der Ausbildung und dem Einsatz von Brieftauben zu militärischen Zwecken. Die Vögel gelten als schwer zu entdecken und sicher vor Spionage. Und sie sind äußerst effektiv. 90% der Nachrichten kommen an ihrem Ziel an. Einer dieser amerikanischen Spezialkräfte, G.I. Joe. Mit der Nachricht, die geplante Luftoperation bitte sofort abzubrechen, wird Joe von Calvi Vecchia aus zurück zu seinem amerikanischen Stützpunkt geschickt. Niemand weiß, ob die Nachricht rechtzeitig ankommen wird. Die 20 Meilen legt Joe in nur 20 Minuten zurück. In letzter Minute trifft die Taube am Stützpunkt der Amerikaner ein und verhindert ein Abheben der Bomber und rettet so hunderten Menschen das Leben. Für seinen Einsatz wird Joe sogar mit der Dickin-Medaille ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die an Tiere verliehen wird, die Menschen das Leben gerettet haben. Eine Taube als Kriegsheld und als ein zweifellos überraschender Schutzengel. Die Rettung der Kumpel von Lengede gilt noch heute als Wunder. Möglich ist sie nur wegen eines ziemlich ungewöhnlichen Schutzengels. Es ist der Abend des 24. Oktober 1963. Im Schacht Mathilde im niedersächsischen Lengede ist die zweite Schicht fast zu Ende. Da platzt kurz vor 20 Uhr die Dichtung eines Klärteichs. Fast eine halbe Million Kubikmeter Wasser und Schlamm stürzen durch einen Verbindungsschacht in das daneben liegende Bergwerk. Die Kumpel unter Tage versuchen dem Wasser irgendwie zu entkommen. Aber von 129 Bergleuten können sich nur 79 nach draußen retten. Die anderen 50 bleiben verschüttet in dem gewaltigen Stollen zurück. Über Tage läuft eine gewaltige Rettungsaktion an. Fast 1000 Hilfskräfte mit schwerem Gerät sind vor Ort und suchen fieberhaft nach weiteren Überlebenden. Mehr als 400 Journalisten aus dem In- und Ausland berichten über das Unglück in Lengede und die Rettungsaktion. In den folgenden Tagen können noch 10 weitere Bergleute aus der Grube gerettet werden. Dann, 8 Tage nach dem Unglück, werden die Rettungsarbeiten beendet. Die 40 noch Vermissten werden für tot erklärt. Eine Trauerfeier wird angesetzt.
In den Augen der Betriebsleitung ist alles Mögliche getan. Was oben niemand wissen kann, unter Tage haben sich 11 Bergleute in einem stillgelegten Schacht in Sicherheit bringen können. Über 50 Meter unter der Erde harren sie eingeschlossen in vollkommener Dunkelheit aus. Bei 7 Grad Kälte, ohne Lebensmittel und frisches Wasser und immer in Gefahr, von herabstürzenden Gesteinsbrocken erschlagen zu werden. Ihre Kumpel über Tage haben eine Ahnung, wollen noch nicht aufgeben. Rettungskräfte und Techniker haben berechnet, dass sich am Ende des tiefen Stollens eine Luftblase gebildet haben könnte, in der möglicherweise noch Überlebende sein könnten. Darauf hoffen die Kumpel. Sie drohen dem Grubendirektor, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn der nicht weitersuchen lässt. Der glaubt zwar nicht an Wunder, aber er fürchtet den Zorn der Kumpel und den Druck der Medien. 10 Tage nach dem Unglück beordert er die Rettungskräfte zurück, veranlasst eine allerletzte Suchbohrung. Das Problem? An der errechneten Stelle können sie nicht bohren, weil ein Bahngleis im Weg ist. Die Bohrung wird um 2 Meter versetzt. 2 Meter, die über Leben und Tod entscheiden können. Am 3. November um 6.45 Uhr trifft der Bohrer tatsächlich einen Hohlraum. 200 Meter vom gefluteten Hauptschacht entfernt haben die Rettungskräfte genau den richtigen Punkt getroffen. "14 Tage nach dem Unglück werden die Eingeschlossenen mit einer Rettungskapsel endlich zurück an die Oberfläche gebracht. Das Wunder von Längede ist perfekt. Zu verdanken ist das auch einem Schutzengel, der den Bohrer genau an die richtige Stelle führt, dem Bahngleis. Später wird sich herausstellen, nur weil die Suchbohrung versetzt werden musste, trifft sie den Hohlraum. 11 Männer können gerettet werden, manche sagen mit Glück, manche sagen dank eines ungewöhnlichen Schutzengels aus Stahl. Es ist der 17. August 1786, als der preußische König Friedrich der Große mit 74 Jahren in seinem Sessel im Schloss Sanssouci stirbt. Dass der König von Preußen überhaupt mit so einem langen Leben gesegnet ist, verdankt auch er einem unerwarteten Schutzengel. 30 Jahre zuvor, im August 1756, marschiert Friedrich der Große in Sachsen ein. Es ist der Beginn des Krieges, der später der Siebenjährige genannt wird. Schweden, Russland, Österreich und Frankreich verbünden sich nach dem Angriff Friedrichs gegen Preußen. Kreuz und quer zieht der Preußenkönig in den darauffolgenden Jahren mit seinen Truppen durch Europa. Kann sogar einige Achtungserfolge für sich verbuchen, aber Preußens Ressourcen und Chancen schwinden dramatisch. Ostpreußen ist längst in russischer Hand. Im Norden dringen die Schweden, im Süden die Österreicher und im Osten die Russen vor. Unter Aufbietung der letzten Kräfte versucht Friedrich der Große, eine Vereinigung seiner beiden mächtigsten Feinde, Österreichs und Russlands, zu verhindern. Der preußische König steht nach zahlreichen Niederlagen seines Heeres mit dem Rücken zur Wand. Das Glück hat sich von mir abgewandt. Ich hätte darauf gefasst sein sollen. Schließlich ist Fortuna eine Frau. Ich bin kein Liebhaber. Am 12. August 1759 kommt es zum Showdown. Bei Kunersdorf an der Oder gelingt es den Truppen von Österreich und Russland, sich zu vereinen. 80.000 Mann stehen 50.000 preußischen Soldaten gegenüber. Friedrich will den Gegner umgehen, über die Flanken angreifen, doch sein Vorhaben scheitert. Der Gegner ist übermächtig. Die Schlacht entwickelt sich zu einer der dramatischsten des Siebenjährigen Krieges. Über 35.000 Soldaten auf beiden Seiten verlieren bei dem Gefecht ihr Leben. Und dann passiert es. Auch Friedrich selbst gerät in die Schusslinie. Eine feindliche Kugel trifft den Preußenkönig in die Brust. Majestät! Doch wie durch ein Wunder überlebt Friedrich. Ein überraschender Schutzengel bewahrt ihn vor dem sicheren Tod. Zentimeter vor dem Herzen fängt die Tabakdose in seiner Brusttasche die Kugel ab.
Friedrich überlebt die Schlacht und Preußen übersteht den Krieg. Trotz einer vernichtenden Niederlage bei Kunersdorf. Nur wenig später stirbt in Russland die Zarin. Ihr Sohn und Thronfolger ist ein glühender Verehrer Friedrichs. Er schließt Frieden mit Preußen und die Koalition gegen Friedrich zerbricht. Dass Friedrich der Große all das noch erlebt, verdankt er einzig und allein seiner Tabakdose. Fazit: Unverhofft kommt oft. Lust auf noch mehr skurrile Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.